So, ich bin wieder zu Hause angekommen, sozusagen in Hibu. Die Reise ist also zu Ende. Und jetzt bin ich ganz gespannt, weil wir den Adi jetzt begrüßen wollen. Wollen mal gucken, wie der reagiert, wenn ich jetzt so lange weg war und plötzlich wieder zur Tür reinkomme. Meine Mom hat ja in letzter Zeit immer nach ihm geschaut und hat mir immer Bilder geschickt. Ne? Da bin ich immer ganz traurig geworden. Jetzt bin ich zurück. Jetzt will ich mal hochgehen, will mal die Tür aufmachen mit Kamera im Anschlag. Mal gucken, ob er rausgerannt kommt und einen anfällt oder ob er einfach an einem vorbeirennt und die Treppe hoch oder sich im Hausflur rumwälzt, was er ja meistens macht. Vielleicht ignoriert er einen auch, aber er hat bestimmt Hunger. Muss ich dann auch gleich mal füttern. Ne? Hat die Mama immer gemacht, aber jetzt bin ich wieder da. Wir gucken mal, was passiert, wenn ich auf den Adi treffe, wenn der Adi auf mich trifft. Wir sind gespannt. Wir nehmen euch mit hoch und gucken mal. Adi! 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 Miau! Adi! Komm mal her, meine kleine Wurst. Jo, er kommt also erstmal raus, ne? Er schmust da ein bisschen rum, jetzt guckt er erstmal wieder. Was macht er sonst noch? Er geht wieder rein, sehr schön. Adi, was ist denn? Hallo. Ja, also. Ja. Kommt rein. So, wir huschen mal schnell rein. Wollen nicht den ganzen Flur blockieren. Kleine Wurst. Hm? Hey. Guck mal, mein Sack. Ja, du hast gar keinen Sack mehr. Ein kleiner Räudiger. Ach, Adi. Du bist schon so eine Wurst. Komm mal her. Guck mal, Adi, da bist du wieder. Wer tut denn jetzt an die Tür machen, Bruder? Ja. Da ist er doch. So. Die Mama ist jetzt auch da, die war nämlich zufällig auch gerade in der Stadt, beziehungsweise Donnerstag ist sie immer beim Yoga. Ich habe gesagt, ich muss unbedingt vor ihr ankommen. Der Adi guckt schon wieder. Er ist jetzt ganz überfordert. So viel Leben hier in der Bude, die ganze Zeit alleine. Hat rumgejaut. Jetzt immer wieder hier, Adi, gell? Adi. Komm her. Ja, mein Kleiner. Jujuju. Hast du Hunger? Dass die Leute wieder beobachtet am Fenster. Kleiner Perverse. Ja. Ja, da habe ich gerade rumgewühlt. China! Wir haben Schlüssel gesucht. Was ist das denn? Geht's da leise? Geht's da leise? So, wir geben dem Kleinen dann erstmal ein bisschen fressen und lassen ihn wieder an ein gewöhnen. Oh. Ach, Adi-Wurst. Das war es also mit der Erfurt-Reise. Waren ja nur theoretisch 3 Tage. Also, ich weiß nicht, was passiert, wenn man den 2 Wochen alleine lässt. Dann dreht er durch. Dann ist er plötzlich so groß und läuft auf 2 Beinen. Wie gesagt, das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Peace out, Vorhaut. Adi. Euer Ramses.